Hallo YouTube und willkommen Freunde des dunklen, kalten Weltalls zu einem neuen Test angespielt. Leute, hattet ihr schon mal einen Albtraum, wo ihr plötzlich aufgewacht seid und nicht wusstet, wo ihr seid und was passiert ist? Denn nämlich genau das passiert euch in Cryospace. Das Spiel soll 2023 auf Steam erscheinen, momentan gibt es das als Demo. Entwickelt wird es von Cooknam Studios und Metal Mantis Games, gepublished von Game Operators. Und ist ein isometrisches Singleplayer-Sci-Fi-Weltraum-Survival-Horror-Game. Worum geht's genau in dem Spiel? Wir sind ein Wartungsarbeiter, der plötzlich auf einem verlassenen Raumschiff tief im weiten All aufwacht und sich fragt, was da passiert ist. Unsere Aufgabe ist es, die Crew, die verblieben ist, zu retten und gleichzeitig herauszufinden, was geschehen ist. Dabei erleben wir ein düsteres Settings und eine Menge skurriler Kreaturen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Dead Space und System Shock nur aus der isometrischen. Ja, und da gucken wir rein und schauen mal, ob das wirklich so ist. Spielen. Wir spielen natürlich einfach Standardeinstellungen und gehen mal rein. Awakening procedure completed. All systems are functional. Magnetic shoes are operative. You can walk safely. Hello? Is anybody here? Please follow the arrows on the floor. Medical staff will take care of you. Hello? Hello? I've woken up already. Why is it so dark in here? So. Da sind wir aufgewacht. Ja, schauen wir mal, wo es denn uns hier hinführt. Also WSAD, wir müssen den hier folgen, den Pfeilen folgen wahrscheinlich. Na, WSAD ist dann Steuern. Und mit der Maus sieht man ja. Es ist noch eine frühe Entwicklerversion, ne? Leute, also vergesst das nicht. Da gibt es noch einige Bugs, die man fixen muss. Aber das sagen ja auch die Entwickler oder schreiben das ja auch am Anfang der Demo, dass das eben halt nicht das Hauptspiel repräsentiert. So, hier ist auf jeden Fall irgendwie was Grünes. Wir sollen hier lang. Drücke E, um mit Objekten zu interagieren. Alles klar, machen wir doch. So, das ging schon mal. What's going on here? Where is everybody? Does anybody hear me? I'll ask to speak with the supervisor of the Cryo Chambers Department. Ja, er will jetzt damit irgendjemand sprechen. Okay. Was das? Y und N? Irgendwelche Controller? Das wollen wir jetzt nicht. Wenn ich N drücke, mal sehen, was passiert. Y. Aha, mit Y kann man sogar Befehle geben. Und das ist natürlich interessant. Das wird dann wahrscheinlich ein Koop dann möglich sein. Nehme ich mal an. So, wir gehen mal weiter. Wo geht's denn hier? Ah ne, Moment, wir müssen die Einstellung wechseln. Ja, so ist schon besser. Perfekt. Gut, ach, jetzt ist auch die Maus verschwunden. Gucken wir mal. Your chip is outdated. Please update your software. Okay, wir sollen die unseren Chip aktualisieren, das machen wir auch. Altes Shift gedrückt, um zu laufen. Wohin denn? Pfeil, da überall Pfeile. Hier müssen wir hin. Okay. That was unexpected. Oxygen level low. Please put on a space suit. Wir sollen unseren Raumanzug anziehen. Das machen wir auch. Ja, und go. Dann gehen wir mal. F-Taste ist Taschenlampe. Ja, sieht gut aus. No gravity. Floating debris detected. Trümmer erkannt. Ah, die sind wahrscheinlich scharfkantig. What the heck is going on here? I was about to be awakened at the destination. Okay, also das erinnert mich wirklich stark an Dead Space bzw. System Shock. Das ganze Setting. Hier haben wir irgendwas mitbekommen. Tab ist unser Inventar.
Ja, das ist ganz klar. Das sieht schon auch so ähnlich aus wie in System Shock. All awoken passengers are obligated to go to the adaptation zone. Please undergo a personal scan. Was sagt er? Wir sollen scannen. Komm mal weiter. That might come in handy. Was ist das? Ein Scanner-Teil gefunden. Linke Maustaste. Benutzen. Kann ich nicht benutzen momentan. Na gut, dann nehmen wir das Scanner-Teil erstmal mit. Und hier geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwo durch. Hier geht's auch nicht weiter. The scanner is broken. Maybe I can fix it. Should be fine. Jetzt haben wir einen Ganz gemacht. Mann. So, Tür ist offen. Und dann können wir mal laufen. So far from any stellar system. And these ship parts, are these... Is the ascendancy damaged? So, C ist hocken. Schönes Tutorial, muss ich sagen. Okay, let's go up. Dann gehen wir mal hoch. Kapitel 2. Spielebene 2. So. Niedriger Sauerstoffvorrat. Wir hatten noch, glaube ich, eine. So. War auch schon gruselig, die Musik. Hello, dear passengers. We have reached our destination and are almost ready to deploy the first team of colonists. Remember that long cryosleep can affect your cognitive abilities. We will start our orientation soon. Okay. Das Raumkolonisationsschiff Ascendancy. Ist das ehrgeizigste Projekt der Menschheit. Gut, Story wollen wir nicht spoilern. Traitors! Verräter, gut. Da ist grün. Hier ist auch grün. Gut, dann gehen wir mal erstmal hier rein. Is anybody here? Sauerstofftank, nehmen wir mit. Uns ist gerade die Lampe ausgegangen. Steuerungsmäßig muss man sich erst dran gewöhnen. Was war das? Ein Erste-Hilfe-Kasten. Perfekt. Hier leuchtet irgendwas. They drove us to the adaption zone. We're trying to survive in the medical center, looking for a way to get out. Tom, Oin and Ray fell. Kenny is dead and Vladimir, Ursula, more and more are taken. Kurt decided to just go out. He just opened the door and stepped out. He cannot get out. We cannot get out. We've barred the gates, but we cannot hold them for long. They've cut the power. It was supposed to be an ordinary transport. We're sucking away the air. The end will come soon. We're hearing their steps. Steps in the dark. They are coming. I'm following in Kurt's footsteps. Okay. Hier geht's nicht weiter. No way back, steht hier. Kein Weg zurück. Gut, also hier sind wir falsch. Können wir hier noch irgendwo lang? Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum? Ja, hier. Da liegt irgendwas. Was war das? Ein zweites Pack. Ja, perfekt. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Also müssen wir hier lang. Ah, ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen runterregeln. Sound ein bisschen laut. Jetzt ist vorbei. Maybe it's blood? No traces of blood detected. Okay, das ist also kein Blut.
Es ist kein Blut. Was ist es dann? Was ich bräuchte, wäre eine Batterie. Hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Also weiter. So, dann hier durch. Oh, da hinten. Da ist ein Schatten. Huh? Hello? Is there anybody here? Oh, das hörte sich schon so komisch an. Wir benutzen mal die Batterie. Weil wir hier wieder ein bisschen Licht haben. Hier geht's übrigens... Hier leuchtet es grün, aber hier geht's nicht weiter. Gut, also dann auf. Hier liegt auch noch eine Batterie. Also man muss hier wirklich alles genau untersuchen, ne? Man vergisst hier relativ schnell was. You have one new voice message. Have you seen what happened to the people from the cryo chambers? I don't even know what to call it. For God's sake, what have we done? It was not meant to be this way. I would have never suspected it could lead to something like this. Be careful and shoot Maybe them on sight. Blood? No traces of blood detected. Someone must be hurt. Okay, also dann hier weiter. Hier ist Gas. Schon wieder meine Lampe alle? Close the valve. Mann, das geht aber flott mit der Lampe. So, wo geht's denn hier hin? It might come in handy. Ein Rohr. Ins Inventar, linke Maustaste, um deine Waffe in einen Slot zu ziehen. Perfekt, so. Gut. Wo geht's hier weiter? Hier geht's nirgendwo hin. I can close that valve. But I need some piping. So, einfach das Ventil wegnehmen und schon ist alles gut. Hier ist ein Schrank, den machen wir auf. Eine Batterie. Perfekt. Wo sind wir denn jetzt? Dann hier. Schon wieder Blut detected. Okay, hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's. Doch, hier lang müssen wir. Müssen aber vorsichtig sein, nicht, dass wir hier den Anzug beschädigen. What happened here? No life function detected. Oh mein Gott. Das ist kein Blut. Also ich glaube, der sollte den Chip nochmal updaten. Der hat irgendwie eine... Scanner-Funktionsstörung. Who are you? Wait, why are you running away? It's locked. It's locked. I only have to find the proper gate. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein dickes Rätsel. Gut, finde den richtigen Block, um Türen zu entriegeln. Die Zahl auf jedem Block zeigt den Abstand zum richtigen Block an. Aha. Je kleiner die Zahl, desto näher bist du. Gut. Das ist ja wie Minesweeper. 3, 2, 1. Perfekt. Gleich beim ersten Mal. Ja, wunderbar. Ja, das ist Kunst. Das muss man erstmal hinkriegen. So, niedriger Sauerstoffvorrat im Tank. So, hier geht's nicht weiter. Wo geht's hier hin? Okay, hier ist irgendwie das Sauerstoffdeck oder so. Okay, wir nehmen mal ein O2, eine O2-Flasche. Ein bisschen Sauerstoff. Nicht so viel rennen. Verbraucht wahrscheinlich dann auch mehr, nehme ich mal an. So. No life function detected. Who did it? What's going on here? Ja, wer hat's getan? Und schon wieder meine. Haben wir noch eine Batterie? Ja, Mensch, Leute, ich habe wirklich eine Batterieverschwendung.
So. Müssen wir mal ohne Batterie ein bisschen laufen, oder? Obwohl, solange wir was haben, ne? Dann sieht man halt auch mehr. Hier geht's auch nicht weiter. Heißt, ne, hier auch nicht. Das heißt, wir müssen da oben lang. Ne, hier runter müssen wir. No life function detected. Ah, okay. Also dafür brauche ich keinen Scanner. Dass ich das sehe, dass da keine Lebensfunktion mehr ist. Schwacher Akku schon wieder. Oh, alles klar. Ich glaube, das liegt daran, wenn ich zu viel laufe. Okay, hier ist irgendwas Grünes. Hier ist auch was Grünes. Hier auch. Hier sind Schränke. Nee, mehr ist hier nicht. Hier geht's nicht weiter. Wenn es hier einen Raum gibt, haben wir natürlich keine Batterie mehr, dann frage ich mich, warum da nichts ist. Okay, also wir müssen hier lang. Hey, who are you? Where are the others? Okay. Okay, let's go up. Ja, nächste Ebene. Spielebene 3. So. Hello? Da sind wir. Is there anybody here? Okay. Also irgendwas stimmt mit meinem Anzug nicht, wenn er immer so eine Art Glitch hat, nennt man das ja, glaube ich. Weil habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange. Dann passiert hier was, denn wir hatten ja noch keinen einzigen Gegner. Es rennt ja der Gegner immer weg vor uns. Deswegen glaube ich... Hier, ach, Batterie, guckt euch das mal an. Eine Batterie haben wir drin. Also so vom Ambiente her muss ich sagen, ist alles stimmig. Es macht Spaß, hier rumzulaufen, zu entdecken, zu erforschen und natürlich ein bisschen sich zu gruseln. Auch so die Sounds finde ich nicht schlecht. Nur ein kleines Entwicklerstudio. Kann man auch nicht mehr verlangen. Danger, danger, high voltage. Danger, danger, high voltage. Okay, das bedeutet, wir müssen vorsichtig sein. No life function detected. So many dead. Da oben ging es auch noch weiter, oder? Nee. Hier? Ah, wir müssen hier lang. Rechte Maustaste, um Angriffe zu blocken. Linke Maustaste, um zu schlagen. Genau, das hatten wir ja schon. Hier geht's weiter, okay. So. Oha, was ist denn das? What's happened here? Who did this to us? Leute, das ist eindeutig. Ganz klar. Dead Space und System Shock. Das ist dieses Genre halt, ne? Sieht man auch. Hier so eine Maschine, die versucht, die Menschen in Maschinen zu verwandeln. Gun. I might need it. Firearms can be used only by the security department. You have no permission to use them. Shut up. Sehr gut. Wir haben eine Waffe gefunden. Eine Pistole. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen ja Schwierigkeitsgrad schwer. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt mit den Gegnern.
Sauerstoffvorrat, ja. Machen wir mal wieder Licht an. Wir haben jetzt eine zweite Batterie gefunden. Da steht schon wieder einer. Who are you? What's happened? Oh, was ist das für einer? Drücke linke Maustaste. Okay. Hey, what the? What happened to you? No life function detected. Who are you? Can you talk? Life detected. What's wrong with this place? No life function detected. Why are you? Wow. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Akku schwach, schon wieder. Okay. Ach, ich glaube, Leute, ich weiß, womit das zu tun hat. Der Schwierigkeitsgrad schwer bedeutet, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen. Unter anderem. Und das ist der Schwierigkeitsgrad, denn uns geht der Sauerstoff gleich aus. Oh weia, wir müssen also gucken, dass wir irgendwie Sauerstoff bekommen. Cryo chambers. I have to wake up someone. Control panel is not powered. Please restore the power. Control panel requires a passcode. Okay, wir müssen erst wieder zurecht. Okay, wir müssen. Ja, okay, ich weiß. Sofort nehmen. Jetzt müssen wir Sauerstoff finden. Also. Steady. Steady. So. Da hat sich irgendwas gerade komisch angehört. Wir haben keine Batterie mehr, keine Munition mehr. Gar nichts mehr. Oh, was ist denn das? Eine Schrotflinte. Sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. Mir wäre jetzt aber eine Sauerstoffflasche lieber. Okay, wir sollen schleichen. Ja. Boah, drei Schuss. Hohoho. Halbes Leben weg mit einem Treffer. Who are they? Gut, wir müssen mal ein bisschen langsamer hier laufen. Dann verbrauchen wir auch nicht so viel Sauerstoff. Batterien haben wir auch nicht mehr. What happened here? Multiple body parts detected. Shut up, you stupid chip. Okay, Maintenance 7312. Steht da dran an der Wand. Hier ist eine Batterie. Die benutzen wir mal gleich. Cryo Chamber 499. Was soll das sein? Eine 7? Eine 1? Ein Sternchen? Oh, das werden wir schon rausfinden. Sauerstoff, Leute. Hier liegt Sauerstoff. Perfekt. Chief, this is Alan. I report that Kane and three other men, I suspect that they were eating the bodies of our fallen colleagues. Alan, this is Chief. It is irrelevant right now. We have much bigger issues on our plate. But Chief, this is cannibalism. It's against the... I don't want to hear about it anymore, Alan. Did you change the access codes? Yes, Chief. Kane wrote the new passcodes on the walls. With blood. This conversation is over. Ja, der hat sie einfach mal rangemalt an die Wand mit Blut. Die Zugangscodes ist natürlich auch eine Art... Bescheid zu sagen, ne? Oh, was ist denn das? Munition, 20 Mal. Sehr gut. 20 Mal Pistolenmunition. Was ist mit dem los? Machen wir mal Licht an. Ah, hier gibt's wieder... Aufpassen, hier gibt's wieder Starkstrom. Strom.
Okay, den haben wir. Boah, da kommt noch einer. Oh, ich habe keine Munition mehr. Jungs und Mädels, knappe Geschichte. Oh, ist schon funny, macht Spaß, muss ich sagen. Oh, ich bin jetzt gerade wieder erschrocken hier. Also man hat hier so einen Schockeffekt, ne? Wenn man nicht weiß, was kommt. Und mit der Steuerung, und wenn das alles schnell gehen muss. Das sieht man schon. Oh, Glück gehabt. Puh. Ah, die vertragen eine ordentliche Ladung, muss man sagen. Schnell rüber. Ah, ich mag ja so eine Survival-Horror-Spiele. Ne? In allen möglichen Varianten und Formen. Ne? Ein ganz toller Film übrigens, Alien zum Beispiel. So. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Haben wir noch? Licht können wir anmachen wieder. Okay, wo geht's denn jetzt hier hin? Erstmal nachladen. Hier geht's nicht weiter. Sauerstoff und ein Paket haben wir. 8 Schuss haben wir auch noch. Hier, glaube ich, gibt es auch keine Ressourcen. Nee. Aber warte mal, hier ist noch irgendwas. I guess it restored the power. Ist schon witzig, muss ich sagen. Habt ihr gerade gesehen, ja? Power übersetzt mit Macht. Ich habe die Macht wiederhergestellt. Können wir mal Licht ausmachen? Ah, ist eh jetzt schon raus, die Batterie. Gut, aber man darf jetzt nicht so viel erwarten. Ne? Es ist ein kleines Entwicklerteam. Und das ist ja auch kein vollwertiges Game, das ist eine Demo halt eben. Ich würde sagen, Tech-Demo. Also, Hut ab, muss sagen, mir gefällt das Spiel schon relativ gut. Vor allen Dingen diese Art, nicht so wie wild blöd durchrennen und einfach nur töten, töten, töten. Sondern, dass man hier wirklich auf Ressourcen achten muss. Und dass man hier auch wirklich auf jeden Gegner achten muss, dass man eigentlich Bescheid weiß, dass der Gegner auch einen schnell töten kann. Das macht das Ganze ja viel, viel spannender, diesen Survival-Aspekt. Okay, hier haben wir nochmal. Ja, bei 3, da tun wir uns mal hier. Ein wenig was gönnen. Still need a proper code. Oh, Vorsicht. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Ne, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Aber hier war irgendwo noch irgendwas zum Einsammeln. Still need a proper code. Ich brauche einen Code. Ja, den Code habe ich doch. 499 Sternchen, glaube ich. 499 Sternchen gibt's nicht. Deny. 4991. Yes, it's open. Ah, perfekt. I hope I'm not alone in here. Cryo Chambers. Ja, ich habe wieder keine Batterie. Ach, das passt ja mal wieder wirklich gut. Okay, Leute, das war das Demo zu Cryospace. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, also mir gefällt das Spiel ziemlich gut. Wenn die Entwickler sich da noch ein bisschen ransetzen und noch ein bisschen Gas geben, ich glaube, dann ist das wirklich ein tolles Spiel und das könnte halt wirklich viele Spieler anziehen. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Test angespielt, im nächsten Gameplay oder im nächsten Livestream. Wir sehen uns, tschüss.